Bewusstsein verändern ist für die Füße. Das kann man immer machen. Und man kann sein Bewusstsein ja so großartig verändern, dass man extrem kritisch gegenüber allen Umweltzerstörungen sein kann, aber mit guten Gründen sich ein SUV kaufen kann, damit man mit großer Sicherheit die Kinder in den Waldorf-Kindergarten bringen kann. Ja? Also die Praxis ist etwas völlig anderes als das Bewusstsein, was ich erworben habe. Und die Fälle, die Geschichten, die wir erzählen, sind ja Geschichten über Menschen, die ja nicht im Konjunktiv zu Entscheidungen kommen, dass man das Leben verändern müsste, sondern die es konkret tun. Und damit machen sie andere Erfahrungen, genauso wie wir mit Futur 2 jetzt insofern andere Erfahrungen machen, als ich vorher in der Wissenschaft gemacht habe, weil ich mit ganz anderen Leuten zu tun habe. In ganz andere Handlungsfelder Einblick bekomme, ganz anderen Aufforderungen unterliege. Ja, also nicht das Normalprogramm, ja, bitte noch eine Publikation, damit man im Ranking höher steigt, sondern ja, Aufforderungen bekomme, engagiert euch doch hier bitte auch, das ist auch wahnsinnig interessant. Oder eben auch die Frage, wo sind denn jetzt eigentlich die Transferleistungen? Was machst du denn jetzt persönlich eigentlich in dem Sinne dessen, was du theoretisch propagierst? Also das heißt, das Handlungsfeld wird anders, die eigene Praxis wird anders, die Erfahrung mit sich selbst wird anders und dementsprechend wird auch die Geschichte anders, die man über sich selbst erzählt. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Und kontrastiv dazu wirklich, also wenn man die ganze Zeit im diskursiven Feld verbleibt, verändert man sich nicht. Oder aber man ist die ganze Zeit schlecht gelaunt, weil man ja zu Recht erkennt, dass die Welt scheiße ist und dass die Entwicklungen nur in seltenen Fällen positiv sind und dass man selber aber zu den Durchblickern gehört, aber sich gleichzeitig passiviert, sodass man nichts machen kann, sich entmächtigt, was notwendigerweise dazu führt, dass man irgendwie schlechte Laune kriegt und keine gute. Das heißt, das Ausbleiben der Praxis führt auch dazu, dass man sich eigentlich schlecht fühlt, während das Inkorporieren praktischer Handlungsweisen dazu führt, dass man sich gut fühlt.